Hallo zu einem Promi-Geflüster extra. Wir melden uns vom 179. Oktoberfest in München, das traditionsgemäß am 22. September im Schottenhammelzelt eröffnet wurde. Liebe Podcast-Freunde, jetzt haben wir mal das Zelt gewechselt. Wir sind jetzt im Hippodrom und in wenigen Minuten geht es auch hier los. Dann spielt nämlich wieder die Partyband Nummer 1 hier auf der Bühne im Hippodrom, die Münchner Zwietracht. Hallo, servus, guten Morgen. Halbe Stunde noch und dann geht's los. Ich drehe mich mal ganz kurz rüber. Das heißt jetzt wieder 2 Wochen durcharbeiten. Ist es eine harte Zeit wieder? Es ist eine harte Zeit, aber es ist auch eine schöne Zeit. Also man freut sich jedes Jahr immer wieder aufs Neue. Vor allen Dingen jetzt so kurz vor 12, das ist schon was Besonderes. Ja. Obwohl wir es ja schon 16 Jahre machen, aber es gibt schon immer den gewissen Kick. Genau, was ist das Besondere jetzt so für dich, Wolfgang, da so nach 16 Jahren auch nochmal wieder hier auf der Bühne? Ja, es ist jedes Jahr neu, es ist jedes Jahr spannend, bis es losgeht. Man sieht selber, man schwitzt, man ist aufgeregt, man muss alles organisieren, bis das läuft. Es ist jedes Jahr auch ein wunderbarer, freudiger Moment und wenn es dann losgeht, ich sage das immer, da musst du 1-2 Tage gespielt haben, dann ist es Routine, aber die ersten 2-3 Tage, die sind immer aufregend, da weiß ich noch nicht. Aber da sind es alle, die Ober, der Wirt, die Köche, jeder hat da so seine Aufregung, weil man will sie auch gut machen. Aber wenn wir jetzt gerade hier oben stehen, hat man natürlich den Überblick über das ganze Zelt. Das ist eigentlich auch was Schönes, wenn man auf alle runterschauen kann, oder? Ja, du hast natürlich, dass die Bühne auch so hoch ist, den totalen Überblick. Und du kannst eigentlich alles wunderbar, ich will nicht sagen beobachten, aber betrachten, sagen wir es mal so. Wir sind ja Voyeure. Richtig. Wann ist es eigentlich für euch so die schönste Zeit? Eher mittags oder dann abends? Wo ist das Publikum besser? Wir sind ja mittags nicht am Spielen, nur heute zum Anstich. Wir spielen immer erst ab 17:45 oder 17:30 Uhr und deswegen können wir nachmittags oder Mittag eigentlich nicht mitreden, nur was den Anstich angeht. Also wenn ich jetzt auf dem Plakat so gesehen habe, bei der Münchner Zwietracht tut sich auch wieder einiges, sind wieder ein paar neue Gesichter dabei. Seit wann habt ihr die mit im Boot und wie läuft es mit den neuen Musikern? Also ein paar sind es nicht, es sind 5 gleiche. Der Karl ist ausgestiegen und dafür haben wir den Gerry. Der Gerry ist aber im Moment nicht da. Er kommt gerade, ich hole ihn mal her. Ja, warte mal, okay, warten wir mal ganz kurz, genau. Das ist jetzt so euer Frontman sozusagen. Das ist unser Leadsänger, genau. Nachdem der Karl ja weg ist. Seit Anfang 2011 ist er dabei. Okay. Sehr gut. Ja, kleinen Moment, dann haben wir ihn auch noch dabei. Und dann kann es eigentlich nicht gleich losgehen eigentlich, oder? Ja, grüß dich, Gerry. So, hier, das ist der Gerry. Der Gerry, genau, servus. Das ist unser neuer Sänger, der Gerry, ja. Hier. Und er hat sich schon bestens eingeführt, seit einem Jahr ist er bei uns. Und fragen selber, wie es ihm geht. Ist das jetzt deine erste Wiesn oder hast du letztes Jahr hier auch schon bei der Zwietracht mitspielen dürfen? Das ist die zweite Wiesn jetzt für mich. Ich habe seit Anfang letzten Jahres bin ich dabei. Ja, und man merkt, wie so der Spaß langsam kommt und das Kribbeln beginnt. Sehr gut. Hast du dich da gut drauf vorbereitet jetzt oder speziell drauf vorbereitet auf die Wiesnzeit? Also grundsätzlich habe ich mich auf die Münchner Zwietrachtzeit gut vorbereitet gehabt. Und dann muss man sich jetzt nicht mehr gut vorbereiten, weil wenn man die Vorarbeiten gut erledigt, dann hat man es nachher ruhiger. Alles klar, gut. Dann wünsche ich euch jetzt viel, viel Spaß und viel Vergnügen und heizt richtig ein hier im Hippodrom, damit die Stimmung gleich ganz nach oben steigt. Genau. Und viele Maß Bier fließen, oder? Was wünscht man? Eine gute Wiesn. Genau. Gute Wiesn. Eine gute Wiesn. Also. Dem ist nichts hinzuzufügen. Okay, dann auch, liebe Podcast-Freunde, euch auch eine gute Wiesn, wenn ihr hierher kommt. Und wie gesagt, ab 17:45 Uhr geht es hier immer mit der Münchner Zwietracht im Hippodrom los. Und natürlich durften wir auch in diesem Jahr bei unserem Freund Franz Luxch wieder beim traditionellen Trachtenumzug auf seiner Kutsche mitfahren. Und als besonderer Gast war Andreas Hastreiter, der Sommerhitkönig von Immer wieder sonntags mit dabei. Yeah.
Unser Musiker des heutigen Tages und unsere Prominente des heutigen Tages, Wiesn 2012. Wir sind gut auf die Wiesn gekommen miteinander und ich sage natürlich erst an die Dame, herzlichen Dank, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich muss mich bedanken, weil es ist einfach wunderschön. Eines der schönsten Augenblicke im ganzen Jahr in München. Das ist schön, herzlichen Dank. Wie hast du es empfunden? Du warst letztes Jahr schon mal dabei, war dieses Jahr etwas anders, war was besonders oder genauso? Dieses Jahr war es noch viel schöner, denn dieses Jahr hat es einfach nicht geregnet und wir haben bewiesen, dass wir Freunde von Petrus sind. Genau so ist es. Du kreierst auch Dirndl. Ja, genau so ist es und das ist natürlich eine tolle Zeit, das Oktoberfest. Du sitzt das ganze Jahr da und lässt da was Neues einfallen für die Wiesn. Ja. Dieses Jahr ist die Farbe in? Ja, genau. Gepunktet ist mal was Freches, was Frisches und eine bunte Farbe muss sein auf der Wiesn. Und vor allen Dingen tolle Blumen auf dem Kopf. Das ist richtig. Das ist sicher richtig. Und einen Musiker haben wir dabei gehabt. Woher kommst du genau? Aus dem tiefsten bayerischen Wald, aus der Gemeinde Kolmburg in der Nähe von Deckendorf. Und Mam ist mit dir heute in der Früh um 3 schon aufgestanden, beziehungsweise hat fast durchgemacht mit dir, ist mit dir losgefahren nach München. Und du spielst aber auch woanders und du warst auch erst im Fernsehen. Erzähl doch einmal. Ja, also ich bin so schon viel unterwegs auf verschiedene Feste und auf kleineren Veranstaltungen. Und es hat sich ergeben, dieses Jahr im Mai, ein Fernsehauftritt beim Stefan Ross. Immer wieder sonntags in einer Sommerhit-Parade. Und da bin ich dann Gott sei Dank sehr gut angekommen und habe sogar gewonnen. Also einen Sommerhit 2012 gemacht, was mich natürlich wahnsinnig freut und ein super Erlebnis ist, ohne Frage. Und ja, durch das hat sich das auch ergeben, dass ich heute da spielen darf, am Wong, am Oktoberfest. Und das ist natürlich das Highlight überhaupt. Weil man träumt immer davon, dass man mal am Oktoberfest ist und wenn es dann einmal wirklich wahr ist, das ist einfach ein super Gefühl. Und ermöglicht, liebe Zuschauer, hat das Ganze heute, dass der junge Mann bei uns spielt und quasi seine Premiere hat auf dem Oktoberfest, Promi-Geflüster, unser Frank Stiller, der überall dabei ist, wo die Promis zu Hause sind, der hat gesagt, Mensch, und wir wollen eigentlich einem jungen Mann, der übrigens gerade 18 geworden ist, die Chance geben, der soll das erste Mal und sicher nicht das letzte Mal mit Schau TV1 und mit dem Promi-Geflüster von Frank Stiller auf der Wiesn auftreten. Einen herzlichen Dank, das war jetzt unser Kutscher übrigens, der noch schnell durchs Bild gelaufen ist. Ja, der kennt sich mit Pferdl gut aus, aber nicht mit Schau TV und mit Promi-Geflüster. Danke und für Gott aus der Wiesn. Ihr verdient noch ein Geschenk. Ein Geschenk haben wir noch. Herzlichen Dank, Andreas Haschstreiter. Genau. Seit wann spielst du Quetschen? Ich habe angefangen mit 9 Jahren, also das halbe Leben. Das halbe Leben. Und das ist ja eigentlich eine steirische? Eine steirische Harmonika, genau. Also da gibt es die Tasten nicht, warum kommt man da nicht durcheinander? Das ist für mich immer ein Phänomen. Nein, das ist alles Übungssache. Nein, aber wenn man das lernt mit der Zeit, kriegt man das schon raus. Andreas, du hast eine Riesenkarriere vor dir und sei deiner Mom auch dankbar, dass dich so unterstützt, dass die mit dabei ist. Ja, die hat gesagt, mei, der Bo, wie er noch nicht 18 war, hat er noch nicht selber fahren dürfen, jetzt darf er dann selber fahren. Aber dann nimmst du Mom auch manchmal mit. Ja, sonst wird ja langweilig daheim. Genau. Alles Gute. Danke.